Hallo Furt. Hallo Peter. Furt, Sonntag, nächstes Spiel in der Liga, Gegner Zweibrücken. Was wird uns erwarten? Ja, eine Mannschaft, die jetzt wieder einen großen Umbruch hinter sich gebracht hat. Eine komplett neu formierte Truppe sind zwei Spieler jetzt, die man aus der alten Mannschaft kennt, die jetzt auch mitgewirkt haben. Ein Beispiel ist halt Murat Bildirici, der da halt auch noch spielt. Ansonsten, zweiter Umbruch. Eine Mannschaft, die natürlich von der Handlungsweise, so gehen wir von aus, nicht viel anders agieren wird wie unsere letzten beiden Gegner. Das heißt auch Pokalspiel mit Wiesbach und auch Baunatal. Das heißt, aus einer kompakten Defensive versuchen wird, uns auszukontern und Nadelstiche zu setzen. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt, wir müssen schaffen, einfach noch eine bessere Konterabsicherung zu finden, zum anderen das Gegenpressing besser zu handhaben, dass wir schneller ins Gegenpressing kommen und die überspielenden Bälle nicht zulassen, weil ansonsten sehen wir ja selber, solange wie das Spiel dann eng ist, erhofft sich jede Mannschaft eine Chance, vor allem über Standardsituationen, über unkontrollierte Bälle, über viel Zufallsprodukt, wo wir dann auch hart bestraft werden, und das darf uns jetzt in den Spielen nicht passieren. Wie sieht es personell vorm Spiel aus? Ich glaube, relativ unverändert zur letzten Woche. Ja, das ist unverändert. Jan hat immer noch Probleme aufgrund seines Bänderrisses. Hasan Amin ist schon sehr weit, aber wir müssen schauen, inwieweit er für das Spiel am Sonntag schon eine Option sein werden kann. Kuni braucht Zeit, Kiefer wird noch ein paar Wochen brauchen. Das heißt, das ist zwar eine leichte Verbesserung zu sehen, aber es wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis er dann bei voller Kraft ist. Ja, als Mannschaft, wir müssen jetzt sich konzentrieren auf unsere nächste Aufgabe, und das ist nächstes Spiel, Zweibrücken. Muss man sich die 3 Punkte holen, und ja, unser nächstes Ziel, das ist Relegation, das muss man zusammen schaffen. Also ist es für dich jetzt auch Zweibrücken, das einzige Ziel, 3 Punkte, die müssen her, und dann auch ein bisschen Druck auf oben die anderen Teams aufnehmen. Ja, genau, wir müssen jetzt nächster Schritt ist jetzt am Sonntag gegen Zweibrücken, und ja, dann kommt der nächste Gegner, aber ich weiß, dass wir haben in unserer Mannschaft genug Erfahrung und selbstbewusst, dass wir können das zusammen unter die Bühne bringen, ja. Dankeschön. Fragen von euch? Peter, wie geht's dir denn gesundheitlich? Ja, endlich gut. Ich fühle mich sehr gut jetzt, muss ich sagen. Furt, er wird dann auch spielen, oder? Er wird spielen, ja. Er wird von Anfang an spielen. Ich bin froh, dass jetzt Peter beschwerdefrei ist. Und auch vom Kopf her natürlich tut es ihm sehr gut, auch mal eine gewisse Zeit jetzt ohne große Beschwerden trainieren zu können. Wir wissen, was wir an Peter haben, dass er uns sehr viel Stabilität auch hinten bringt und vor allem durch seine körperliche Präsenz auch enorm wichtig ist für uns. Deshalb bin ich froh, ihn wieder unter uns zu haben. Das ist schon so, dass der Peter auch so in deinem Plan ein Schlüsselspieler ist. Definitiv. Ich meine, dafür haben wir ihn geholt als erfahrenen Spieler. Neben den jungen Innenverteidigern, die wir im Kader haben, die auch ihre Qualitäten haben. Aber ich denke mir, dass es immer gut ist, eine gesunde Mischung zu haben zwischen einem erfahrenen Spieler und einem jungen Spieler, vor allem im Abwehrzentrum, wo halt eine Führungspersönlichkeit dabei ist. Und deswegen bin ich froh, dass er dabei ist. Ja, das ist immer schwer, von der Bank nur zu gucken. Und das kann man nicht helfen, die Jungs, und gegen Elversberg, ja, das war ein Derby-Spiel, leider hat man das verliert, und ja, gegen Baunatal war besser, haben wir 4 Tore geschossen, haben ein bisschen selbstbewusst mitgebracht, und ja, ich denke, jetzt sind wir auf dem guten Weg. Ich meine, wir haben das schon mitbekommen, es ging ja nicht nur in seine Richtung, es ging in mehrere Richtungen, das muss man leider schon sagen. Es ist immer schade, wenn solche Aktionen passieren. Man kann die Enttäuschung verstehen. Wir wissen auch, was wir verbockt haben als Mannschaft. Die Erwartungshaltung ist so, wie sie ist, aufgrund des sehr guten Saisonstarts.
Natürlich, wir auch als Mannschaft und als Verein wollten im Pokal weiterkommen. Das war auch nicht weniger wichtig für uns als auch die Meisterschaft. Das haben wir von vornherein auch so betont, dass dann natürlich Spieler persönlich beleidigt werden oder ich oder andere Vereinsfunktionäre, die in der Aufgabe sind. Es ist sehr schade, aber nichtsdestotrotz sind es einige wenige Personen, die das getan haben. Wir können das nicht komplett auf unsere Fans umwälzen und sagen, na, wir haben die Fans. Nein, ich denke, wir haben auch gesehen, dass unsere Fans uns auch während dem Spiel sehr gut unterstützt haben, bis auf die wenigen Vorfälle. Und die muss man ausblenden. Wir können jetzt nicht und dürfen definitiv nicht erlauben, dass wir auseinander dividiert werden. Wir sind stark gewesen. Warum? Weil wir sowohl vor allem auch auswärts die Fans im Rücken hatten, weil wir eine Einigkeit präsentiert haben, nicht nur innerhalb der Truppe, sondern auch mit unseren Fans zusammen, mit allen Verantwortlichen zusammen. Und wir dürfen den wenigen nicht erlauben, dass sie Oberhand gewinnen und es schaffen, Fans und Mannschaft auseinander zu reißen, weil das natürlich auch den anderen Mannschaften in die Karten spielen würde und diese Unruhe keinem hilft. Ich denke auch, aus den vergangenen Geschehnissen ist meiner Meinung nach kein Gewinner hervorgegangen. Das muss man so formulieren. Ich finde, wir haben nur Verlierer aus der ganzen Situation gehabt. Ich finde es sehr schade. Man hat halt auch gesehen, wir haben niemals das als Ausrede benutzt, ich vor allem nicht als Trainer. Aber letzten Endes haben wir gesehen, dass das an keinen von uns spurlos vorbeigegangen ist. Und vor allem, dass dann jetzt natürlich die Thematik Fans, Spieler und Mannschaft, Beleidigungen, das pusht das Ganze hoch. Ich appelliere nochmal an alle. Wir haben alle gemeinsam geschafft, dass wir auf einer noch aussichtsreichen Tabellensituation sind. Das heißt, wir sind einen Punkt hinter Elversberg. Das ist eine sehr gute Ausgangssituation mit einer neu formierten Mannschaft. Und wir arbeiten tagtäglich, dass wir das Ziel Relegationsplatz erreichen. Und dann hoffentlich auch mehr schaffen können. Und mein innigster Wunsch ist, dass wir es wieder schaffen, uns auf das Wesentliche, auf den Fußball zu konzentrieren. Wir haben eine Truppe, da können sich unsere Fans sicher sein, dass die mit allem, was sie haben, vernünftig arbeiten, trainieren und auch im Spiel versuchen, alles abzurufen, dass man die Spiele gewinnt. Und wir haben immer gesagt, und wir sehen das auch bei anderen Mannschaften, anderen Vereinen, es ist nicht nur wir. Wir sind natürlich im Pokal gescheitert, das steht außer Frage. Für das müssen wir uns auch entschuldigen, das tun wir auch, dafür stehen wir auch gerade. Ich vor allem als Trainer habe da die Verantwortung, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, egal welchen Verlauf das Spiel genommen hat, welche Einflüsse da eine Rolle gespielt haben. Wir haben nicht geschafft, in den 120 Minuten, vor allem im Vorfeld schon, dass es überhaupt nicht zu so einem engen Spiel kommen darf, das steht außer Frage, wenn du so viel Ballbesitz hast. Musst du einfach mehr produzieren, das ist uns bewusst, das ist uns nicht gelungen. Ja, das gegen Gegner, wie war jetzt der letzte Gegner im Pokal, das ist für uns als Favorit ist immer schwerer, aber trotzdem, ich denke, was habe ich auch gesagt, dass unsere Mannschaft ist genug stark und hat genug Erfahrung, dass diese Spiele, normalerweise muss man gewinnen, aber das passiert auch im Fußball und für uns ist auch besser, wann haben wir einen Gegner, sagen wir mal, wie Offenbach, die willen auch mit uns Fußball zu spielen und nur nicht nur hinten tief stehen und verteidigen und nur auf die lange Bälle und sagen wir auf die Kontra spielen. Ja, guck mal, was passiert jetzt. Aber ich denke, wir sind auf dem guten Weg. Letztes Spiel haben wir das auch gezeigt, gegen Baumertal meine ich. Und gucken, was passiert weiter.